Trezor One ist ein Online-Tool, mit dem du online eine Übersicht über alle deine Wertpapierdepots erhältst. Du kannst die Performance deiner Depots messen und analysieren. Alle wichtigen Kennzahlen sind übersichtlich in einem Portfolio-Dashboard aufbereitet, inklusive der Historie. Verfolge deine Vermögensentwicklung, identifiziere Klumpenrisiken, plane deine Dividendenstrategie und erkenne Trends. Es gibt eine kostenlose Basisversion für ein Portfolio mit vielen Features sowie eine kostenpflichtige Plus-Version, mit der du bis zu drei Portfolios anlegen kannst. Um dich zu registrieren, klicke oben rechts auf Anmelden. Du kannst dich hier entweder mit deiner E-Mail-Adresse registrieren, mit einem von dir vergebenen Passwort oder auch mit Google oder Facebook dich anmelden. Nachdem du dich eingeloggt hast, kannst du deine Wertpapiere entweder manuell importieren oder auch automatisch. Dazu ziehe ich einfach die Dateien per Drag and Drop in das Fenster hier. Wie ihr seht, wurden die Daten sehr, sehr schnell importiert und stehen sofort zur Verfügung. Unter dem Menüpunkt Aktivitäten sind alle importierten Dokumente aufgeführt. Unter Dividenden ist jetzt hier bei mir jetzt noch nichts aufgeführt. Weitere Aktivitäten wie Käufe, Verkäufe oder Dividendengutschriften kann ich dann unter Aktivitäten entweder manuell erstellen, indem ich hier oben rechts auf Aktivität erstellen klicke. Oder ich importiere die PDF-Dokumente meines Brokers. Dazu klicke ich auf Aus Datei importieren und lade die PDF-Dokumente von meinem Rechner hoch. Bei den Aktivitäten stehen mir verschiedene Filter zur Verfügung. Zum Beispiel kann ich hier nach dem Wertpapier filtern. Ich wähle hier einmal aus McDonald's. Kann hier nach Typ, Käufe, Verkäufe, Dividenden filtern und auch nach dem Jahr. In der Dashboard-Übersicht sehe ich den Gesamtwert meines Portfolios, die entsprechende Performance und wie viele Dividenden ich erhalten habe. Alle Daten sind grafisch sehr schön aufbereitet, wie ich finde. Unter dem Menüpunkt Wertpapiere kannst du noch weitere Funktionalitäten mit Trezor One Plus freischalten lassen. Dies ist dann kostenpflichtig. Hier erhältst du dann eine Übersicht, zum Beispiel die Branchen, Marktsegmente und so weiter. Unter dem Menüpunkt Dividenden siehst du grafisch sehr schön aufbereitet alle Dividendenzahlungen, die du erhalten hast. Zukünftige Dividendenzahlungen kannst du dir anzeigen lassen, indem du das Trezor One Plus Abo dir holst. Zusammenfassend erhältst du also mit dem Tool Trezor One sehr schnell eine Übersicht über deine Portfolio-Performance, die du von überall online einsehen kannst. Hat dir das Video gefallen, lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.